Ich halte da nicht so viel davon, sage ich ganz ehrlich, weil doch immer wieder die Eintrittsschwelle auch zu härteren Drogen dann gegeben wäre. Wir haben uns damit sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt. Ich gehöre eher zu der strengeren Gruppe von Politikern, die sagen, wir sollten auch diese Anfangseinstiege verhindern. Verhindern. Kontraste hat weitergerechnet. Bundesweit kostet die Strafverfolgung von Haschischrauchern mindestens 15 Millionen Euro jährlich. Die Zahl der Kiffer nimmt trotzdem zu. Die Verfolgung der Konsumenten hält Richter Müller deshalb für reine Geldverschwendung. Allerdings bleibe die Rate der THC-Nutzer gleichbleibend. Auch wenn die Polizei in den letzten Monaten große Erfolge in der Drogenbekämpfung aufweisen konnte, wie im Mai, als im Gewerbegebiet Göschwitz eine Cannabis-Plantage ausgehoben wurde.